Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Linux. So, dieses Mal soll es um die Filter gehen, die ich euch letztes Mal schon angezeigt habe. Und wie man das mit Dateien macht, wie man das mit Listen macht, etc. etc. Also freut euch auf was Spannendes. Es ist tatsächlich auch wichtig, das Ganze zu benutzen, denn sonst hat man, wie gesagt, ewig Sucherei und das macht echt keinen Spaß. Alles klar, also ich habe hier mal so einen komischen Text von Lorem Ipsum kopiert. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist halt nicht wirklich leserlich. Das heißt, man braucht eine Weile, bis man da durchkommt. Und deswegen gibt es das Kommando grep, beziehungsweise auch tail und head. Die möchte ich euch als erstes zeigen. Und zwar kann man mit head die ersten beliebigen Zeilen von einer Datei darstellen lassen. Das heißt, wir wollen uns hier jetzt erstmal die ersten 5 Zeilen von dieser Datei ausgeben lassen. Das tun wir mit head-n und dann 5. So, jetzt müssen wir aber hier hinten dran noch, ihr habt gesehen, mit STRG C habe ich abgebrochen, weil ich aus Versehen gestartet habe. Jetzt müssen wir hier hinten dran noch den Dateinamen angeben. Den kann man natürlich wie immer über root und so weiter und so fort angeben, aber da wir schon im richtigen Verzeichnis sind, brauchen wir hier einfach nur noch den Namen angeben. Das ist abc. Und los geht's. Das heißt, wir kriegen hier die ersten 5 Zeilen. Ähnlich funktioniert das Ganze auch mit tail, also einfach tail-n 5 und die letzten 5 Zeilen. Und so ist es dann auch. Ja, ist jetzt nicht so besonders spannend oder sowas, aber man braucht es tatsächlich hin und wieder mal. Was aber viel wichtiger ist, ist grep. Und grep ist ziemlich cool, denn man sucht einfach nach irgendwelchen Begriffen jetzt in dieser ganzen Datei und die werden dann ausgegeben. Also zum Beispiel grep, lasst uns mal hier dieses sea aussuchen und es heißt übrigens nicht sea, das ist Latein und da spricht man sowas sea aus und in der Datei abc. So, und jetzt kriegen wir alle Zeilen, in denen dieses sea drin vorkommt. Das heißt, hier haben wir einen sea und hier haben wir einen sea. Okay, das heißt, wir bekommen alle Zeilen. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn man irgendwie an Quellcode denkt. Wenn man da irgendwas sucht, dann geht es richtig fix und man kann sich das easy mal ausprinten lassen. Echt super. Okay. Grep hat natürlich auch noch ein paar Optionen. Das ist ja jetzt nicht einfach so grep, sea und das war's dann, sondern man kann auch noch ein paar Optionen dranbringen, wie zum Beispiel minus i. I bedeutet, wir ignorieren Upper- und Lowercase, das bedeutet, wenn ich jetzt hier dieses eine E in dem sea groß schreibe und dann suche, dann findet es nur noch die eine Zeile. Wenn ich aber den Groß- und Kleinschreibung ignoriere, findet es beide. Das ist ziemlich praktisch, wenn wir nicht wissen, wie es geschrieben ist. Was ich auch sehr mag, ist folgendes. Wenn wir grep haben, dann können wir hier noch ein minus n dranbringen. Minus n. Und es zeigt uns die Zeilennummern, wo es gefunden wurde. Das heißt, wir wissen gleich, wo wir suchen müssen, wenn wir die Datei aufmachen. Ist auch ziemlich nützlich. Und was sehr wichtig ist, wenn man ganze Verzeichnisse durchsucht, das geht auch, dann muss man Folgendes machen. Man sagt minus R und dann wird das komplette Verzeichnis und alle Unterverzeichnisse durchsucht. Das heißt, es würde jeder Unterordner, den ich hier auf meinem Schreibtisch kreiert habe, auch noch durchsucht werden nach diesem Wort sea. Jede einzelne Datei davon. Und das ist natürlich auch ziemlich hilfreich, dauert aber entsprechend lange. Gut, nachdem wir jetzt schon fast grep-Profis sind, kommen noch die regex dazu, also die regular expressions. Die von euch, die Python geguckt haben, die wissen, was das bedeutet. So, regular expressions machen wir erstmal folgendermaßen. Wir brauchen erstmal ein Kommando, dass wir überhaupt diese Regular Expressions haben. Und jetzt sagen wir hier einfach mal, okay, minus e. Achtung, das e ist groß. Ich weiß nicht, ob es mit kleinem e auch funktioniert, habe ich noch nie gemacht. Und jetzt haben wir Folgendes. Wir können eine Zeichenkette auch darstellen als erlaubte Buchstaben, nicht erlaubte Buchstaben und wie viele Buchstaben sind erlaubt. Ein Punkt ist dabei ein einzelner Buchstabe. Und ein ABC in eckigen Klammern bedeutet, okay, wir suchen jetzt nach einem Buchstaben, entweder A oder B oder C. Gut, das bedeutet, wir wollen jetzt Folgendes haben. Wir wollen das Wort sea
oder aber wir wollen sit finden. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein S, dann haben wir ein E oder ein I und dann haben wir ein CA, ein A oder ein T. So, und wenn ich das jetzt so eingib, dann werden mir aber noch mehr gefunden. Dann wird hier sit gefunden, dann wird das sehr hier gefunden, aber es wird auch Folgendes gefunden. Es wird hier ein set gefunden, consetetur, was auch immer. Hier dieses sehr wird wieder gefunden, hier sit und hier wieder ein sit. Und da übrigens auch noch ein sit. Aber dieses consetetur, das gefällt mir gar nicht. Deswegen möchte ich zum Beispiel nur, dass alle Wörter gefunden werden, die ganze Wörter sind. Das kann man machen mit so, ich hoffe, ihr hört mir immer noch zu, das ist nämlich echt ja, ein bisschen hart. Minus W, das bedeutet nur alles, was ganze Wörter rausspuckt aus diesem Dings hier, aus diesem Pattern nennt man es. Das kann ich mit minus W tun, genau. So, was man jetzt auch noch machen kann, man kann sagen, okay, es werden Buchstaben verboten. Das bedeutet, man kann sagen, okay, ich hätte gerne alles, was mit S anfängt, dann ein E oder ein I hat und dann ist es verboten, ein A oder ein T zu bekommen. Ja, das macht man eben mit diesem Dächle. Und genau. Und das Letzte, was ich euch noch für Grab zeigen möchte, ist Folgendes. Wir haben nämlich doch die Möglichkeit, irgendeine Zahl anzugeben. Dazu müsste ich erstmal hier irgendwo eine reinschreiben. Eine 1. So. Und ja, lasst uns hier mal kurz wieder aufräumen. So. Jetzt wollen wir aus unserem Text genau dasselbe wieder rausholen. Nur, dass wir dieses Mal diese 1 rausfiltern wollen. Dazu ein Backslash. Und die Zahl, die ihr sucht, also eine 1 in unserem Fall. Und das, ja, weil wir den Ignore-Case nicht drin haben. Also das heißt, wir achten darauf, ob Groß- oder Kleinschreibung. Da ich hier ein kleines E verlangt habe, ist es nicht da. Die Zeile wird trotzdem erkannt normalerweise, weil hier sit steht. Und sit wird bekanntlich auch erkannt. Okay, und wenn ich jetzt den Ignore-Case wieder reinhaue, dann haben wir das sehr 1 hier. Okay, das bedeutet, mit Backslash und dann der jeweiligen Zahl könnt ihr tatsächlich eine Zahl finden. So, jetzt gibt es für diese ganzen Dinger hier auch noch sowas wie ja, Multiplikatoren. Das heißt, wenn ich mehrere S hintereinander suchen möchte, dann kann ich auch ein Plus machen. Das bedeutet, alles, was jetzt mindestens ein S hat, wird gefunden. Allerdings, wenn ich nur ein S oder, also hier kann ich jetzt nur ein S oder mehr als ein S haben. Wenn ich jetzt beliebig viele S haben möchte, also 0 bis unendlich viele und dann halt noch irgendwas anderes, bla 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 bla, also vielleicht eher oder sowas. Warum nicht eher? So, dann bekomme ich alles, was mit EA auf jeden Fall zu tun hat, aber eventuell auch mit S vorne dran. Ja, hier eher. Und dann hier sehr, ah ne, halt, das haben wir gar nicht, weil wir Ignore Case, ah doch, wir haben Ignore Case drin, also wird das auch gefunden. Genau, also so Zeugs. Fragezeichen bedeutet, es ist genau einmal drin oder keinmal. Das bedeutet, alles was Doppel-S hat und dann EA wird nicht gefunden. Und ja, wenn man hinten dran in geschweiften Klammern die Anzahl setzt, also sowas hier, geschweifte Klammer und dann zweimal, dann wird exakt alles gefunden, was 2 S hat und dann ein E und dann ein A, nämlich gar nichts. Wenn wir jetzt allerdings hier eine 1 hinsetzen, dann finden wir sogar tatsächlich was. Ja, aber genug jetzt mit den Regex-Dingern, jetzt klären wir das erstmal raus und Folgendes jetzt. Jetzt können wir diese ganze Datei so parsen, wie wir sie wollen. Jetzt können wir das aber immer noch nicht mit irgendwelchen Listen machen. Also zum Beispiel diese PS-Liste, die wäre, upsala, nicht die, die PS-E-Liste, können wir immer noch nicht so komplett durchparsen. Aber da wäre es ja sinnvoll, wenn wir nur die Zeilen kriegen würden, wo zum Beispiel Network Manager steht, wenn wir genau wissen, was wir haben wollen. Und genau das kann man mit Pipes machen. Ja, und das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie das funktioniert und habt verstanden, wie Grab funktioniert. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.